Die Varroamilbe, Biologie. Die Videosequenz soll Ihnen die Lebensweise der Varroamilbe zeigen. Die Varroamilbe im Bild befindet sich in der phoretischen Phase. Nur geschlechtsreife weibliche Milben durchlaufen phoretische Phasen. Während dieser Zeit leben sie auf den Arbeiterinnen. Der Begriff Phoresie bezeichnet eine vorübergehende Transportgemeinschaft zweier Organismen. Die Milben suchen die Arbeiterinnen entweder auf, weil keine Brut vorhanden ist, oder weil sie eine neue Brutzelle suchen und eine Arbeiterin ihnen als Transportmedium dient. Eine Varroamilbe wartet auf eine Arbeiterin. Sie streckt das Beinpaar in die Höhe und bewegt es hin und her, um eine Arbeiterin zu orten. Auf dem ersten Beinpaar sind viele Sinneszellen und Sinnesorgane. Eine Arbeiterin nähert sich der Milbe. Die Varroamilbe klettert blitzschnell auf. Sie sucht sich daher ein Versteck auf der Unterseite der Biene. Die meisten Milben schlüpfen während der phoretischen Phase zwischen die Meist werden sie hier nicht erkannt. Die Bienen können sie hier nicht durch Putzen entfernen. Die Varroamilbe verlässt die Arbeiterin, wenn sie die Nähe geeigneter Brutzellen erreicht. Bevorzugt sucht die Milbe Drohnenbrutzellen auf. Die Brutzellen müssen kurz vor der Verdeckelung stehen. Die Milbe riecht, ob die Streckmade im geeigneten Zustand ist. Die Milbe versucht nun, möglichst schnell in Sicherheit zu kommen. Das bedeutet, sie muss an der Streckmade vorbei auf den Boden der Brutzelle gelangen. Dies ist meist ein längerer Kampf. Am Boden der Brutzelle versteckt sich die Milbe in den Resten des Futtersaftes. Hier ist sie sicher vor Ammenbienen und den Bewegungen der Streckmade. Ist die Brutzelle verdeckelt und der Futtersaft aufgebraucht, klettert die Milbe auf die Streckmade. Sie sucht nach einer geeigneten Stelle, um die Larve anzustechen. Die Milbe muss jetzt Hämolymphe als Nahrung aufnehmen, um das Heranwachsen und Reifen der Eier zu ermöglichen. Auf dem Foto sehen Sie den Hinterleib einer Puppe. Hier ist der Fraßplatz einer Varroamilbe. Sie sehen Flecken von Hämolymphe, die aus den Bisswunden ausgetreten ist. Die milchigen, rein weißen Flecken sind Kot der Varroamilbe. Hat die Milbe ausreichend Nahrung auf? Die Platten auf der Unterseite der Milbe weichen auseinander. Die Intersegmentalhäute werden stark gedehnt. Das Weibchen steht kurz vor der Ablage des ersten Eis. Diese Brutzelle ist von zwei Varroamilben befallen. Im Hintergrund sind an der Wand bereits zwei Eier zu sehen.
Weitere Eier werden in den nächsten Tagen folgen. Ein Ei der Varroamilbe. Es liegt am oberen Rand der Brutzelle. Wahrscheinlich ist es das erste Ei, das gelegt wurde. Das Ei ist unbefruchtet und aus diesem Ei wird sich eine männliche Varroamilbe entwickeln. Ein Ei von der Seite aufgenommen. Schauen Sie genau hin. In der Eihülle bewegt sich etwas. Eine Varroamilbe durchläuft ihre Larvenphase bereits im Ei. Sie können die Anlage der Beine bereits am unteren Rand erkennen. Aus der Eihülle schlüpft keine Larve, sondern ein Nymphenstadium. Die Protonymphe ist geschlüpft und hinterlässt die leere Eihülle unten im Bild. Aus der Eihülle schlüpft die Protonymphe. Hier sehen Sie eine Protonymphe auf einer Puppe. Beachten Sie, wie klein die Nymphe im Vergleich zur ausgewachsenen Varroamilbe ist. Die Varroamilbe links im Bild frisst gerade. Sie sehen einen Tropfen Hämolymphe zwischen dem ersten Beinpaar. Im Körper der Milbe können Sie die Bewegung des Darms sehen. Der Chitinpanzer der Nymphe ist kaum ausgehärtet. Beine und Körper sind durchscheinend. Protonymphe und Deutonymphe im Größenvergleich. Eine weibliche Deutonymphe. Erst im zweiten Nymphenstadium, der Deutonymphe, kann man die Geschlechter sicher unterscheiden. Bei der weiblichen Deutonymphe deutet sich die ovale Körperform der späteren Milbe an. Eine männliche Deutonymphe ist zwar klein, aber sie ist nicht mehr so durchscheinend wie eine Protonymphe. Auch ist die Körperform jetzt mehr birnenförmig und weniger kugelig als eine Protonymphe. Im Vergleich ist eine männliche Deutonymphe größer als eine Protonymphe. Familienleben am Grunde einer Brutzelle. Weibliche und männliche Deutonymphe nebeneinander, Schwester und Bruder. Im Bild ist ein Ruhestadium der Varroamilbe zu sehen. Dies ist der Übergang vom Nymphenstadium zur erwachsenen, geschlechtsreifen Milbe.
Aus dieser Nymphenhaut wird in Kürze eine weibliche Varroamilbe schlüpfen. Erneut ein Ruhestadium, diesmal von der Seite gesehen. Im Hintergrund sehen Sie den Kopf der Puppe einer Arbeiterin. Hier krabbelt das erwachsene, geschlechtsreife Männchen der Varroamilbe. Es ist im Vergleich zum Weibchen klein. Zu erkennen ist, dass der Rückenschild und die Beine nicht vollständig ausgehärtet sind. Eine leichte, gelblich-braune Färbung tritt auf, aber das Männchen erreicht nie die starke, rotbraune Färbung des Weibchens. Eine junge weibliche Varroamilbe kurz nach dem Schlupf aus der Nymphenhaut. Die Sklerotisierung des Rückenschildes beginnt. Dies ist am rötlich eingefärbten Rand des Schildes zu erkennen. Das Weibchen ist von einem Männchen aufgespürt worden. Das Männchen verfolgt die weibliche Milbe, da jetzt der richtige Zeitpunkt zur Begattung ist. Eine junge weibliche Varroamilbe bei der Nahrungsaufnahme. Die weibliche Varroamilbe verlässt beim Schlupf der Biene die Brutzelle.